Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es eine besondere Podcast-Folge. Der Gesundheitspodcast live auf der Bühne sozusagen. Die Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die schon länger dabei sind, die erinnern sich vielleicht noch an unser Podcast-Spezial mit Hirn und Herz, das die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung im vergangenen Jahr veranstaltet hat. In der Reihe mit Hirn und Herz haben wir uns in 6 Folgen verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung gewidmet. Ich durfte in diesen Folgen mit Experten aus dem Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sprechen. Und es waren Themen wie Parkinson dabei oder auch Demenz oder auch Schlaganfall. Ja, und weil diese Reihe so viel Zuspruch bekommen hat, gab es nun dazu 2 Live-Veranstaltungen. Und zwar hier in Frankfurt im Literaturhaus. Die beiden Gespräche fanden wir so interessant, dass wir sie Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten wollen. Und die erste Live-Aufnahme hören Sie jetzt heute, gleich nach meiner Anmoderation. Darin geht es um Hirntumore. Gesprochen habe ich über das Thema mit Professor Wolfgang Wieck. Er ist Geschäftsführer und der Direktor der Neurologischen Klinik am Uniklinikum Heidelberg und Leiter der klinischen Kooperationseinheit Neuroonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. In 2 Wochen, so viel Werbung darf sein, hören Sie dann aus dieser Reihe mit Hirn und Herz ein Gespräch mit Frau Professorin Anja Schneider aus Bonn über die Alterspsychiatrie und auch nochmal das Thema Demenz, was einfach in unserer alternden Gesellschaft immer mehr Raum einnimmt. Nun aber erstmal viel Freude bei dem Gespräch mit Herrn Professor Wieck und mich werden Sie auch erkennen. Herr Wieck, schön, dass Sie da sind, dass Sie den Weg aus Heidelberg hier trotz Stau gefunden haben. Hallo Frau Schmidt, schönen guten Abend. Ich habe schon gesagt, die Diagnose Hirntumor ist erschreckend und erstmal macht wahnsinnige Angst, aber Hirntumor ist eben nicht Hirntumor. Zum Einstieg in diesen Abend würde mich erstmal interessieren, wie unterscheiden Sie die Hirntumore und was ist so Ihr Gebiet? Mit welchem beschäftigen Sie sich ganz speziell? Ja, sehr gern. Also ich glaube, ganz grundsätzlich würden wir unterscheiden zwischen eher Gutartchen, Gutmütchen, Hirntumoren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es die auch gibt. Die wachsen vor allen Dingen auf der Hirnhaut, an der Kopfoberfläche. Die sind trotzdem schwierig, weil die natürlich wegen des begrenzten Platzangebots im Kopf mehr Ärger machen als eine gutartige Schwulst im Knochen oder in der Brust oder im Darm. Also das ist schon mal wichtig. Also gutartig heißt erstmal, streut nicht, macht keine Zerstörung von Hirngewebe, ist aber trotzdem im Kopf zumindest langfristig nicht günstig, weil eben Platzbedarf, der nicht richtig da ist. Mhm. Dann würden wir sagen, unterscheiden wir grundsätzlich zwischen hirneigenen und ins Gehirn gestreut habenden Tumoren, also Metastasen. Und bei den hirneigenen haben wir quasi die ganze Kaskade von eher gutmütig durch Operation heilbar, aber Operation, das ist auch wieder was man sehr wahrscheinlich als Ärztin oder Arzt leicht sagt, was aber als Patient oder wenn man sich in die Patientenperspektive versetzt, auch nicht einfach ist. Aber es gibt durch Operation heilbare, auch hirneigene Tumore. Und dann gibt es tatsächlich heute noch unheilbare Erkrankungen. Und da ist so ein Prototyp, ein Name ist ein Glioblastom. Das ist letztendlich ein Tumor, der mit den heutigen Maßstäben, mit den heutigen Erkenntnissen eigentlich als eine fortgeschrittene Tumorerkrankung angesehen werden muss. So ähnlich wie ein durch den ganzen Körper metastasierter Lungenkrebs oder Brustkrebs. Da würde man jetzt auch, wenn das die Diagnose ist, nicht primär sagen, das ist eine mit heutigen Maßstäben heilbare Erkrankung, sondern es ist auch erstmal eine Erkrankung, vor der wir relativ machtlos stehen und versuchen, so gut wie möglich zu agieren. Das ist das Spektrum. Dann gibt es das Spektrum Hirnmetastasen und das ist wahnsinnig wichtig geworden, weil Hirnmetastasen tatsächlich für solide Tumore, also Brustkrebs, Lungenkrebs, Melanom. Das sind so die 3 großen, für uns alle schwierigen systemischen Tumore, die Hirnmetastasen machen. Also man kann da grundsätzlich sagen, es gibt viele Menschen mit Brustkrebs oder Lungenkrebs, die werden gesund gemacht heute. Das ist wichtig. Also wenn man vor 30, 40, 50 Jahren an einer Brustkrebserkrankung noch sehr regelmäßig gestorben ist, ist das heute nur noch sehr selten der Fall. Wenn Hirnmetastasen auftreten, ist die Situation aber sehr schwierig.
Das heißt, Hirnmetastasen sind für uns ein ganz großes Problem geworden und die werden zusammen mit den Onkologen natürlich behandelt. Das mache ich nicht als Neurologe alleine, mit den Strahlentherapeuten, mit den Operateuren, mit den Onkologen zusammen. Und das ist eine andere große Gruppe und die ist zunehmend wichtig, weil die Hirnmetastasierung zunehmend eine Limitation einer ansonsten sehr guten systemischen Onkologie geworden ist. Das heißt also, Hirnmetastasen sind für uns ein mindestens genauso spannendes Forschungsfeld und es gibt auch viele unmittelbare Überschneidungen zwischen den hirneigenen Tumoren, über die wir, glaube ich, vor allen Dingen sprechen. Wir können aber auch immer wieder Ausflüge zu den Hirnmetastasen machen oder ich versuche das, wo es Parallelen gibt. Und bei den Hirnmetastasen, das ist vielleicht das Letzte, was ich dann zum Einstieg sage, bei den Hirnmetastasen haben wir auch als eins hier eine Chance für Prävention. Das ist ja die nächste Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Kann man die irgendwas auch tun? Auf meinem Zettel steht. Entschuldigung. Kann man irgendwas tun, um keinen Hirntumor zu bekommen? Und da kann man nur sagen, nein. Aber bei den Metastasen, aber können wir wollen dich meine Frage stellen lassen? Genau. im Prinzip geht es einem ja sofort durch den Kopf, wenn man so eine Diagnose hört. Und jeder Mensch, auch egal bei welcher anderen Krankheit, fragt sich natürlich, warum ich? Und dahinter steht ja medizinisch eben die Frage nach der Ursache, dem Grund, warum das so gekommen ist. Und da eben die Frage, was sind die Ursachen von Hirntumoren? Wir müssen jetzt immer so ein bisschen ausführen, weil wir ja auch gerade gehört haben, es gibt sehr unterschiedliche. Und dann die für viele vielleicht noch viel wichtigere Frage, gibt es denn Möglichkeiten, das tatsächlich präventiv zu verhindern? Mhm. Auch wieder, ich versuche es aber kürzer zu machen und Ihnen keine Frage wegzunehmen. Wir haben schon Zeit. Keine Frage wegzunehmen. Also, eine Bestrahlung des Kopfes ist ein Risikofaktor für Hirntumore. Aber jetzt wird keiner von uns am Kopf bestrahlt, ohne dass das sinnvoll ist. Also, man wird nicht mehr wegen Läusen am Kopf bestrahlt. Das war früher so. Da sind Läuseköpfe bestrahlt worden. Das passiert zum Glück nicht mehr. Man wird auch nicht mehr so sehr häufig prophylaktisch bestrahlt bei Leukämien. Sondern das ist tatsächlich etwas, was passiert, weil man schwer krank ist. Und dann ist das Risiko ganz mild erhöht, 20 Jahre nach dieser Bestrahlung. Ungefähr. 10 bis 20 Jahre nach dieser Bestrahlung. Ansonsten kennen wir keine Risikofaktoren für hirneigene Tumore. Aber es gibt genetische Konstellationen. Wir wissen gerade bei jungen Menschen, bei Kindern insbesondere, gibt es jetzt auch ganz neue Arbeiten. Das ist ja leider auch eine Krebsart, die bei Kindern oft auftritt. Das ist die häufigste solide Krebserkrankung bei Kindern. Ja. Und wir sehen, dass bis 20% der Erkrankungen bei jungen Erwachsenen oder bei Kindern doch eine sehr starke Familiarität haben. Also das ist ein anderer Risikofaktor, über den man nicht gerne spricht. Es sind zum Glück wahnsinnig wenige Erkrankungen und die Haupterkrankung ist ja eine Erkrankung des älteren Menschen. Die ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit schicksalshaft und nicht weder genetisch noch durch irgendwelche Risikofaktoren, nicht durch Handystrahlung, nicht durch falsche Ernährung. Ist auch kein Raucherkrebs in dem Fall, wie fast sonst ja alle Erkrankungen. Also es ist tatsächlich eine Erkrankung, die schicksalhaft passiert. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei dem Thema Prävention bleiben und ich glaube auch gerade das Schicksal von Jungen und Kindern geht einem ja dann auch noch mal nah. Gibt es denn bei so einer genetischen Veranlagung, macht es da Sinn, regelmäßige MRT-Untersuchungen oder ähnliche Dinge zu machen, um eben auch früh, das ist ja auch, glaube ich, ein Problem von Hirntumoren, dass sie nicht unbedingt, also je nach Lage, nicht sofort Symptome machen. Sind Sie an sowas auch dran oder ist das in diesem Gesundheitssystem nicht vorgesehen? Für Erwachsene nicht. Und ich würde auch im Moment sagen, mit Fug und Recht nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man damit was Gutes machen würde, einfach viel zu gering ist. Also wenn ich mir heute eine MRT machen ließe, meines Kopfes, schützt mich das nicht davor, dass ich nicht in 3 Monaten trotzdem Hirntumor habe. Und jetzt alle 3 Monate ein MRT zu machen, ist tatsächlich nicht darstellbar. Die zweite Sache ist, es ist für uns auch nicht vernünftig, eine Situation, in der die Behandlungsoptionen sich nicht differenzieren. In dem Moment, in dem wir Behandlungsoptionen haben für Menschen, bei denen eine frühe Erkennung eines zum Beispiel Glioblastoms einen Unterschied machen würde. Ich glaube, da müssen wir schon noch mal einen ganzen Schritt weitergehen und lernen. Und ich glaube, da spielen tatsächlich eher Faktoren eine Rolle, wo wir sagen, wir verstehen früher, dass Krankheit auftritt. Und das ist dann wieder eher auch was uns im Netzwerk, im HERTI-Netzwerk interessiert.
wo wir sagen, es gibt Erkrankungssituationen und es gibt für Erkrankungssituationen sehr wahrscheinlich molekular, eben nicht unbedingt bildgebend, molekular Änderungen, Schwellen, an denen aus einem intakten System ein nicht so gutes System wird. So würde ich mir Prävention vorstellen. Bei Kindern ist die Situation anders. Wenn Kinder eine genetische Veranlagung haben, gibt es relativ ausführliche und auch wichtige Programme, mit denen man versucht, Früherkennung zu betreiben. Aber das ist natürlich eine sehr kleine Gruppe von Menschen, zum Glück eine sehr kleine Gruppe, die dann sehr intensiv, belastend intensiv, aber eben auch wichtig intensiv auch vorgesorgt werden. Da findet Vorsorge statt. Bevor wir jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen in das, was an Therapie vielleicht demnächst möglich ist, an dem Sie auch forschen, um eben auch früh helfen zu können, nochmal die Frage, wie ist der Stand denn im Moment, im Jetzt? Was sind so die vielversprechendsten Therapieansätze? Was machen Sie tagtäglich? Ist es oft erstmal die Operation? Was ist erfolgsversprechend im Moment? Also das, was im Moment gemacht wird, ist für die hirneigenen oder für die gutartigen Tumore vor allen Dingen die Operation oder eine Strahlentherapie mit den Risiken, die ich eben genannt habe, eben eines Zweittumors. Die bösartigen Tumore oder die hirneigenen Tumore, die bösartig sind, werden auch in der Regel zuerst operiert, was insofern kontraintuitiv ist, als dass wir wissen, dass es eine tief im Gehirn verzweigte Erkrankung ist, bei der wir eigentlich mit der Operation nur die Haupttumormasse entfernen können, aber diese Verzweigung, letztendlich dieses Wurzelwerk im Gehirn nicht entfernen können. Trotzdem scheint es so zu sein, dass diese Operation prognostisch einen sehr starken und sehr positiven Effekt hat, also ist die wichtig. Dann wird bestrahlt und es wird eine Chemotherapie letztendlich mit Zellgiften gemacht, DNA-Giften, Alkylanzien, die also dazu führen, dass wenn die Zelle versucht, sich zu teilen, dass sie dann letztendlich durch diesen Fehler in der Erbinformation Zelltodprogramme anschiebt, die dann dazu führen, dass die Zellen sterben. Wir versuchen inzwischen, und das ist, glaube ich, wenn man jetzt mal so in der Chronologie geht, so gut wie möglich Zellen zu töten. Das ist, glaube ich, was man seit vielen, vielen Jahren macht. Und wir versuchen jetzt zunehmend zu verstehen, dass nicht jede Zelle sich mit dem gleichen Gift töten lässt, sondern dass man molekulare Besonderheiten der Zellen erkennt. Und ich glaube, da ist man tatsächlich in den letzten Jahren besser geworden. Es ist zwar das älteste Konzept, dass man sich auf die Tumorzellen fokussiert, aber diese Tumorzellen sind nicht alle ähnlich und auch nicht mal alle auch nur in etwa ähnlich, sondern es gibt molekular sehr unterschiedliche Tumore, die dann auch mit ganz gezielten Hemmstoffen behandelt werden. BRAF ist da so ein Schlagwort für eine Veränderung. Das ist eigentlich eine Veränderung, die aus Hauttumoren bekannt ist und auch aus bestimmten kindlichen Tumoren, die aber auch bei einer ganz kleinen, aber eben doch substanziellen Subgruppe von bösartigen Hirntumoren eine große Rolle spielt und dazu führt, dass man diese Menschen jetzt heute nicht mehr einfach nur mit Strahlen und Gift behandelt, sondern sehr gezielt mit diesen Hemmstoffen für diese Kinase, also für diesen Motor der Zellvermehrung. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil, zumindest für diesen Aspekt. Aber ich weiß ja, dass wir auch noch über andere Aspekte sprechen. Genau, also man versteht immer genauer eben, wie diese Krebszellen funktionieren und versucht da einzuschreiten. Das haben Sie auch sehr schön im Vorgespräch mir erklärt. Man hat halt früher versucht, direkt die Krebszellen anzugreifen. Dann ist man auf die Blutgefäße gegangen. Und jetzt wird's spannend. Dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, auch das Immunsystem spielt eine Rolle. Und jetzt sind Sie mittlerweile einer der führenden Forscher auch in Sachen Nervensystem und Krebs. Und das klingt jetzt erstmal bei Hirntumoren natürlich etwas vielleicht verwirrend, weil Hirntumor ein Teil des Nervensystems ist, aber es geht hier tatsächlich um das allgemeine Nervensystem, was dann auf Tumore einwirkt. Ja, auf dem Flyer stand eben dieser Satz, wir wollen gucken, wie Immun- und Nervensystem das Krebsgeschehen beeinflusst. Das soll heute so im Mittelpunkt stehen. Und das sind drei wahnsinnig große Schlagwörter für den menschlichen Körper. Also Immunsystem, Nervensystem und dann noch Krebsgeschehen. Bringen Sie da mal so ein ganz klein bisschen Ordnung rein. Wie hängen die zusammen? Was weiß man heute davon? Oder davon also schon? Ich bleibe bei den Hirntumoren und ich würde sagen, und das hatten Sie ja angedeutet, seit 20 Jahren, seit Mitte der 90er Jahre, also jetzt 27 Jahren, traut man sich zu, gezielte Immuninterventionen gegen
Krebs und auch gegen Hirntumore durchzuführen. Das sind Versuche, Zellen zu aktivieren, unsere eigene Körperabwehr zu aktivieren, genau, Lymphozyten, also die ein Teil des sich anpassenden, adaptiven Immunsystems, sich letztendlich bekannt zu machen mit Besonderheiten des Hirntumors, in dem Wissen, dass diese Besonderheit, wenn sie erfolgreich sein soll, relativ breit in diesem Hirntumor repräsentiert sein muss. Also in dem Moment, in dem der Hirntumor aus tausenden verschiedenen Bausteinen besteht, die nichts gemeinsam haben, ist Immuntherapie sehr schwer. Immuntherapie setzt im Prinzip eine gewisse zumindest Ähnlichkeit voraus oder setzt zumindest voraus, dass bei so einer Immunattacke so viel letztendlich Nebenprodukt, Kollateralschaden entsteht durch diese Immunattacke, dass dann auch Zellen, die nicht spezifisch erkannt werden, attackiert werden vom Immunsystem. Also das Immunsystem, so wie wir es verstehen, ist nicht eine unspezifische Infektion zum Beispiel einer Erkrankung. Das hat man auch in den 70er Jahren, 60er Jahren versucht. Man hat letztendlich Patienten mit Hirntumoren künstlich infiziert. Also man hat bei Operationen letztendlich Krankheitserreger in der Operationshülle hinterlassen, unter der Vorstellung, dass dadurch das Immunsystem angeregt wird und es dann zu einer mehr oder weniger unspezifischen, aber eben doch sinnvollen Attacke gegen genau das Genau an der Stelle, wo genau. man sie hinterlassen hat. Und das hat nicht funktioniert. Das funktioniert, das führt einfach nur zu Hirnhautentzündung und zu Hirnentzündung und zu Erkrankung. Die Immuntherapie, die wir meinen, ist eine Immuntherapie, die sich tatsächlich spezifisch auseinandersetzt mit Bestandteilen des Tumors. Da ist jetzt tatsächlich ganz kürzlich, letzte Woche ist eine Studie erschienen, die mir aus vielen Gründen nicht gut gefällt, die aber jetzt als Beispiel für uns gut geeignet ist. Da nutzt man im Prinzip so ein Lysat, heißt das, das ist letztendlich einen verflüssigten Hirntumor. Also man operiert den Hirntumor und der wird dann verflüssigt. Und diese verflüssigte Substanz wird mit Immunzellen des Körpers in Verbindung gebracht, sodass die Immunzellen, die Antigene erkennen, sich vermehren. Das ist so, das ist der Schlüsselreiz für diese Zellen, sich zu vermehren. Und dann bringt man diese sich vermehrt habenden Zellen wieder zurück in den Körper und hofft so eben diesen konkreten Hirntumor gut behandeln zu können. Das heißt, an der Stelle ganz kurz die Zwischenfrage, ja. Das ist eine sehr individuelle Therapie, richtig. So wie ganz Sie das genau. jetzt beschreiben. Genau. Das ist also pro Patient genau. auf ihn angepasst. Ganz genau. Und dazu ist eine Studie veröffentlicht worden, die vor einigen Jahren schon mal veröffentlicht worden ist. Da war sie negativ, da hat sie nicht das Ziel gezeigt, was sie erreichen wollte, sind sogenannte dendritische Zellen als Immunzellen eingesetzt worden. Und die Studie ist jetzt gegen eine künstliche neue Kontrolle nochmal ausgewertet worden, ist jetzt positiv. Und das gibt einem so als Wissenschaftler so ein ganz kleines Schaudern, weil man natürlich sich die Studien und die Kontrollgruppen nicht so aussuchen kann, wie man sie sich wünscht. Aber das Grundprinzip ist vernünftig. Also das Grundprinzip ist erstmal, man versucht die Vielfalt des Tumors zu reflektieren, indem man eben dieses Homogenisat letztendlich des Tumors nimmt. Man nimmt körpereigene Zellen, die vorher einfach nicht klug genug oder nicht vielfältig genug waren. Die es auch einfach nicht erkannt haben. Blind waren, genau. Und dann bringt man das zusammen, unterrichtet die quasi über die Besonderheiten des Tumors. Das ist der Feind. Richtig, gibt es zurück. Also das Grundprinzip ist vernünftig und so ähnlich machen wir das mit Impfungen auch. Also wir spritzen Peptide unter die Haut, wir spritzen RNA unter die Haut und versuchen so letztendlich Zellen im Bereich der Haut zu unterrichten, dass es dieses Antigen gibt. Und die wandern zufällig eben durch unseren Körper. Und wenn sie dann auf etwas treffen, was passt, vermehren sie sich und dann geht das, was ich eben auch erklärt habe. Aber das Wort Impfung ist ja gar nicht so falsch. Also ich hatte im Podcast auch Ihren Kollegen, Herrn Michael Professor Platten, der genau. hat tatsächlich gesprochen von Impfungen gegen Hirntumore, genau. an denen man dran ist. Genau. Jetzt haben Sie das von Studien gerade erzählt und von der Theorie, dass man das so macht. Wie weit sind wir denn in der Praxis oder in der Forschung? Also in der Forschung machen wir eine Immunisierung gegen Hirntumore. Also Impfung wäre ja für uns, also landläufig würden wir ja sagen, eine Impfung ist etwas, was irgendwas vorbeugt. Das schaffen wir nicht, so weit sind wir nicht. Also wir machen eine Immuntherapie, wir immunisieren mit Peptiden und versuchen mit diesen Peptiden, die wir aber so verabreichen, wie wir sonst eine Impfung bekommen, Corona oder Grippe jetzt in diesen Zeiten, so werden die verabreicht und das wird im Moment in sehr fortgeschrittenen klinischen Studien tatsächlich gemacht. Wir haben selber vor einigen Jahren auch gegen Glioblastom eine Impfung durchgeführt, haben da so ähnlich wie die
Kollegen das jetzt mit den Lysaten gemacht haben, die Tumore sehr ausführlich charakterisiert, haben die Epitope, also diese Besonderheiten, die nach Computeralgorithmen, also das kann man selber nicht verstehen, aber man kann Maschinen so trainieren, dass sie erkennen, was sind besonders vielversprechende Ziele für die Immuntherapie. Und diese Immuntherapie-Ziele werden dann gebaut als Peptide oder als RNAs und dann eben in der Impfung eingesetzt. Mhm. Das sind Dinge, die heute tatsächlich in fortgeschrittenen klinischen Studien durchgeführt werden. Das, was Herr Platten mit Ihnen besprochen hat, ist insofern besonders attraktiv, als dass es da um ein einziges Antigen geht. Also da geht es um eine Tumorsorte, IDH-mutierte Gliome. Also es ist auch eine bösartige Form der Gliome, die aber tatsächlich sich durch ein ganz spezifisches Antigen, jede Zelle hat dieses Antigen. Deswegen das ist das, was ich am Anfang sagte. So deswegen ist das so griffig und so gut. Und da geht es dann mehr um die Größenordnung der Immunantwort. Also mit den Peptiden erreichen wir eine gewisse Antwort, mit RNAs sehr wahrscheinlich eine deutlich größere, ungefähr 10- oder 100-fach stärkere Immunantwort. Und das, was wir im Moment so als Fernziel haben, ist eine zellbasierte Therapie, wie man das bei Leukämien, bei flüssigen Tumorerkrankungen schon macht. Das heißt also, dass wir im Prinzip diese Epitope nicht mehr mit den Immunzellen in Verbindung bringen, sondern die Immunzellen rausholen, mit den Epitopen in Verbindung bringen. Oder sogar die Rezeptoren, die eigentlich auf den erfolgreichen Zellen sind, kennen. Die kennt man oder kennen wir. Und dann diese Zellen tatsächlich vermehren und jede dieser Zellen mit diesem Rezeptor versorgen und dann diese Zellen zurückgeben in den Körper. Das heißt, also man würde den Schritt, dass der Körper das selber regeln muss, überwinden, um diese ganzen Hemmmechanismen, die Tumorerkrankung eben einfach hat. Ein Tumor ist ja am Ende einfach ein evolutiv erfolgreiches Organ, wenn man mal so will. Also das ist ein in der Evolution sehr erfolgreicher Organismus innerhalb eines Organs, der eben alle möglichen Strategien hat, um zu leben. Also dass der dann den Wirt umbringt, will er nicht. Also ich glaube nicht, dass der Tumor, aber es ist einfach erstmal ein erfolgreiches System. Und deswegen gibt es so viele Strategien zu hemmen. Und deswegen müssen wir versuchen, so viel wie möglich zu tun, ohne dass diese Hemmwirkung eintreten kann und geben dann Immunzellen zurück. Und das gibt es außerhalb der Neuroonkologie, also für zum Beispiel auch Metastasen von Hirntumorerkrankungen gibt es das, von systemischen Erkrankungen. Und dann gibt es diese Antikörper, die Checkpoint-Inhibitoren, das ist ja auch ein ganz berühmtes System, was es seit 20 Jahren gibt in der Erprobung und seit 5-6 Jahren für viele Tumorerkrankungen als wirklich Standardtherapie, nämlich dass man dadurch Bremsen aus dem Immunsystem herausnimmt. Mhm. Das ist für hirneigene Tumore nicht erfolgreich gewesen. Das ist studiert worden, nicht erfolgreich gewesen. Bei den Hirnmetastasen wiederum ist das ein sehr erfolgreiches Therapiekonzept. Mhm. Noch 2-3 kurze Nachfragen. Einmal, wenn man das hinkriegen würde, dass man außerhalb des Körpers eben diese, ich nenne das jetzt mal Flüssigkeit ganz produziert, hätte man wahrscheinlich auch ein viel größeren Gefühl dafür, wie viel man davon braucht. Ne? Mhm. Im Körper ist das wahrscheinlich wie so eine Blackbox im Moment. Wie reagiert der Körper? Wie viel das wäre also ein wahnsinnig wichtiger Schritt, um auch gezielter therapieren zu können. Und jetzt die Frage, dieses Erfolgsversprechende, was ja auch in der klinischen Forschung schon gut läuft, gilt das für die Breite der Hirntumore? Sind wir hier bei den sehr schnell wachsenden, die darauf besonders reagieren? Müssen sie diese Einheitlichkeit vor allem haben? Also wie breit denkt man und versucht man, diese Immuntherapien anzuwenden? Also ich glaube wirklich einen Schritt Richtung einer längerfristigen Stabilisierung oder sogar Heilung hat man nur bei den Tumoren, bei denen diese Einheitlichkeit vorliegt. Und ich glaube, da ist es auch nicht unrealistisch. Da ist es einfach nur eine Frage, wann wird man verstehen, was man wie sicher einsetzen kann, weil diese sehr starken Immuntherapien, also diese Zelltherapien mit transgenen Lymphozyten, also mit quasi unserem eigenen vermehrten Immunsystem, sind auch sehr nebenwirkungsreich. So nebenwirkungsreich, dass Menschen sterben in klinischen Studien. Das heißt also, das sind keine Therapien, die man ohne wirklich sorgfältige vorhergehende Studieuntersuchung einfach einsetzen kann. Aber die sind sicherlich wegen der Einheitlichkeit vielversprechend. Bei den deutlich vielgestaltigeren Tumoren sind wir im Moment immer nur in der Lage, einen gewissen Weg zu unterstützen. Mhm. Also da sehe ich im Moment noch keine, zumindest nicht über diesen Weg,
reden ja vielleicht gleich noch über das Nervensystem. Über diesen Weg sehe ich keinen wirklich unmittelbaren Zugang. Das legen die Studien auch im Moment nicht nahe. Also es gibt kein so prominentes Antigen, das so einheitlich ist, dass wir wirklich glauben würden, dass Hirntumore dadurch, also diese bösartigen, schnell wachsenden Hirntumore, dadurch wirklich langfristig therapiert werden können, sondern die können immer nur ein Stück des Weges unterstützt werden. Es sei denn, wir entdecken auch bei diesen Tumoren ein Grundprinzip oder ein übergeordnetes Prinzip, mit dem man das dann ändern könnte. Im Moment, Stand 2022, haben wir das noch nicht. Letzte Frage zum Immunsystem. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt auch die gutartigen Tumore. Da ist ja dann besonders schicksalhaft, dass sie eigentlich gutartig sind, aber eben aufgrund des Platzes im Gehirn trotzdem zu sehr schweren Symptomen führen können. Sind gutartige Tumore einheitlicher? Sind die für eine solche Immunsystem vielleicht auch noch, also mal von den Nebenwirkungen, die blende ich jetzt gerade mal aus, weil ich glaube, da kennt man auch noch nicht alle und das würde dann sehr detailreich werden, wenn man erstmal das Negative anguckt. Jetzt gehen wir mal davon aus, man kriegt die Nebenwirkungen irgendwann in den Griff und es ist wirklich anwendbar. Wären dann gutartige auch für sowas ein gutes Ziel, eine gute Therapie? Also aufgrund der Einheitlichkeit sicher ja. Ob das in einer Risiko-Nutzen-Abwägung jemals wirklich überlegt wird, möglicherweise lagebedingt. Also man kann ja auch so einen gutartigen Tumor zum Beispiel ganz in der Nähe Sehnerven haben. Und dann ist der möglicherweise auch gar nicht gut zu operieren oder auch nicht mehr sicher zu bestrahlen. Sowas, da würde ich nie Nein sagen, vor allen Dingen, weil wir es ja auch noch nicht versucht haben. Und es gibt auch bei diesen gutartigen Tumoren welche, die trotzdem immer wieder kommen. Es gibt ja auch Dinge, die gutartig sind und trotzdem immer wieder sich zeigen. Und wenn das so wäre, kann ich mir an so einer Stelle sowas vorstellen. Ansonsten sind es Tumore, die tatsächlich von unseren chirurgischen Kolleginnen und Kollegen ziemlich gut behandelt werden. Wo ich jetzt sagen würde, wenn man das in Ruhe erklärt, auch was Immuntherapie für den Organismus ja außerhalb des Kopfes oder des Tumors bedeuten kann, würde man sich sehr wahrscheinlich für eine Operation entscheiden. Ja, dann kommen wir mal zu dem Nervensystem. Ich weiß, das ist Ihr Thema. Ich fände es schön, wenn Sie uns so ähnlich wie beim Immunsystem einfach mal kurz mitnehmen. Wie kam man denn eigentlich darauf, dass das Nervensystem, also wir haben das ja gesagt, chronologisch war man irgendwann im Immunsystem und Sie haben gesagt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so weit weg zu überlegen, Mensch, was hat das Nervensystem eigentlich damit zu tun? Aber wie kam man da drauf? Warum hat man sich irgendwann gedacht, Mensch, das Nervensystem beeinflusst tatsächlich, das weiß man glaube ich heute, das Krebsgeschehen, das Krebswachstum auch bei Hirntumoren? Wie war da? Vielleicht, genau, ich versuch's mal, also vielleicht wirklich, weil Sie das sehr schön gesagt haben. Also, wir haben ja tatsächlich unseren Fokus auf den Zellen selber gehabt. Das ist so alte Krebsmedizin. Ich sehe hier gerade auch so ein Krebsbuch, König aller Erkrankungen. Also, das ist tatsächlich so der Weg gewesen. Wir haben uns fokussiert auf die Tumorzellen selbst. Und haben dann auch irgendwann verstanden, dass die vielgestaltig sind und besondere Therapien brauchen. Dann haben wir irgendwann die Gefäße verstanden. Das war Anfang der 70er Jahre. Herr Folkman hat das Paradigma aufgestellt, jede Erkrankung braucht ab einer gewissen Größe, jeder Tumor, seine eigene Gefäßversorgung. Das ist letztendlich so Logistik wie in einer Siedlung. Ja, und dann kam diese Immunintervention, das war ja ziemlich plausibel. Und warum wir die Nervenzellen vergessen haben, ist mir nicht klar und nicht plausibel. Jeder hockt vielleicht da auch so ein bisschen in seiner Nische. Die ersten, die das verstanden haben, waren eigentlich nicht die Hirntumorforscher, sondern waren Leute, die sich mit Schmerzen von Krebs auseinandergesetzt haben. Also Bauchspeicheldrüse, Rückenschmerzen bei Knochenmetastasen, Prostatakrebs. Also das waren im Prinzip die ersten Erkrankungen. Also die ersten Publikationen zu dem Thema sind so von vor 20 Jahren ungefähr, 2002, 2003. Gar nicht so toll, muss man sagen, gar nicht so hochrangige Publikationen. Und da hat man einfach nur gesehen, dass Tumorzellen Nervenzellen benutzen oder Nerven benutzen, um sich so entlang zu schlängeln und dann da eben irgendwo hinzuwandern. Und dann hat man irgendwann gesehen, eine Mitfahrer. Zum Beispiel eben Richtung, wie gesagt, zum Beispiel Richtung Rücken und Richtung Knochen, dann eben lumbale Metastasen bei Prostatakrebs. Das ist so auch die erste Erkrankung gewesen. Prostata war so eine typische Erkrankung. Und dann hat man irgendwann das genauer angeguckt und festgestellt, dass die Nerven und die Prostata sich nicht zufällig zueinander verhalten, sondern man hat da an den Stellen, wo Krebs wuchs, viel, viel mehr Nerven gefunden.
Und dann hat man irgendwann wieder im nächsten Schritt festgestellt, das sind nicht nur mehr, das kann man sich ja immer noch vorstellen, da wächst was und so und dann kommen da eben irgendwie mehr hin. Aber die sind da einfach gewachsen. Das heißt, da ist echtes Nervenwachstum induziert worden durch den Krebs. Also der Krebs hat dazu geführt, dass Nervenzellen sich geteilt und vermehrt haben und dass Nervenausläufer viel mehr geworden sind. Das sind ja wie so kleine Bäumchen oder Pflanzen. Hat man den Nervenzellkörper, dann hat man diesen Auswuchs und dann verzweigt sich das so in die Dendriten. Und das ist viel vielfältiger geworden, diese Verzweigung. Und eben nicht nur irgendwo hin, sondern die haben sich getroffen und haben dann auch wieder Substanzen ausgeschüttet, haben also auf der einen Seite Signale über die Erkrankung empfangen. Das tut dann weh, Schmerzen, richtig. Das macht dann zum Beispiel Schmerzen. Und haben umgekehrt aber eben auch Signale ausgesandt, die dann dazu führen, dass Tumore wachsen. Inzwischen weiß man, dass es in der Brust zum Beispiel auch so ist. Brustkrebs wächst über Nervenzellinteraktion. Als erstes sprossen da sensible Nervenfasern ein. Die führen dazu, dass sich das gegenseitig stärkt. Dann kommen sympathische Nervenfasern, also von diesem vegetativen Nervensystem. Und die führen zu so einer Erhaltung dieser Erkrankung. So, das ist alles Wissen von vor. Dann hat man irgendwann bei den Hirntumoren, und jetzt sind wir bei den Hirntumoren, festgestellt, dass es tatsächlich Nervenzellaktivität ist. Das war eine Kollegin in Stanford, Michelle Monji, mit ihrer Arbeitsgruppe, die das als erste beschrieben hat, vor ungefähr 8 Jahren, 9 Jahren, dass über Neuroligin, das ist ein Eiweiß, Nervenzellen Hirntumorwachstum befördern. Also Sie haben mir so ein eindrückliches Bild gezeigt. Also tatsächlich kommunizieren die miteinander. Richtig. Die sagen über Botenstoffe, hey, wachs. Genau, richtig. Sodass das damals, als das vor 8 oder 9 Jahren in den USA beschrieben wurde, in der Washington Post war dann auch ein Artikel, wo stand, macht denken Tumore. Aber so ist es eben nicht. Der Tumor wächst nicht, weil wir denken, sondern der Tumor interagiert mit dem Nervensystem. Unser Nervensystem ist immer aktiv. Wir haben immer Aktivität im Nervensystem. Es liegt nicht am Denken und auch nicht daran, dass wir irgendwas Besonderes tun. Und es ist vor allen Dingen auch nicht die Ursache für den Tumor, sondern es ist eben eine Verbindung. Und dann haben wir tatsächlich, und das war dann tatsächlich in Heidelberg vor einigen Jahren, festgestellt, dass es eben nicht nur, 2019 ganz genau, nicht nur irgendwie lockere Verbindungen sind und Botenstoffe, sondern es werden Synapsen gebildet. Und Synapsen, das ist so in der Neurowissenschaft so der heilige Gral dessen, wie wir uns Verbindungen vorstellen zwischen Zellen oder zwischen Nervenzellen. Also es gibt eine Nervenzelle und es gibt eine Tumorzelle und die bilden eine Synapse und die ist unter dem Elektronenmikroskop und nach allen, was man darüber weiß, nicht zu unterscheiden von einer Synapse zwischen Nervenzellen. Genau, diese Verbindung gibt es die nämlich auch genauso. Wirklich, die genauso gibt es die. Mhm. Und diese Verbindung ist klar zu definieren und diese Verbindung ist aus unserer Sicht, zumindest in den Modellen, die wir haben, und jetzt wird es wieder modellhaft und nicht ganz human, aber wir können das Humane können wir zum Schluss besprechen. Und in den Modellen ist es so, dass in dem Moment, in dem man diese Verbindung kappt, die Tumorzellen ihre Fähigkeit, sich gegenüber Therapie zu wehren, deutlich verlieren. Also diese Nervenzell-Tumorzell-Interaktion, aber auch die Interaktion zwischen Tumorzellen, denn das ist das Perfide. Also es gibt, wenn man das drumherum sieht, das Mikromilieu, also Nervenzellen machen Kommunikation mit den Tumorzellen, aber auch die Tumorzellen untereinander kommunizieren. Und diese Kommunikation ist letztendlich der Weg, wie sich diese netzwerkartig wachsenden Tumore gegen Stress schützen. Mhm. Ganz tolles Beispiel, wenn ich das noch darf. Wir stellen uns hier den Tumor vor. Wir können experimentell mit einem Laser tatsächlich eine einzelne Zelle verbrennen. Ja, letztendlich, das passiert, wenn man mit dem Laser draufschießt, eine einzelne Zelle verbrennen. Und wenn wir diese einzelne Zelle verbrennen, die in diesem Netzwerk gewesen ist, ersetzen die Kolleginnen und Kollegen in diesem Netzwerk, also die umliegenden Zellen, genau an dieser Stelle wieder diese Zelle. Also die sensen, dass da was fehlt. Und dann wird an einer ganz anderen Stelle, das kann viele Millimeter oder dann jetzt in einem menschlichen Gehirn auch viele Zentimeter weit entfernt sein, teilt sich eine Zelle, bildet einen Zellkern, transportiert diesen Zellkern durch diesen Fortsatz und bastelt genau an dieser Stelle wieder eine neue Zelle.
Das heißt also, diese Netzwerkstabilität, und das ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, das, was wir jetzt auch aus der sonst im Leben kennen. Also Netzwerke sind stabil, ne? Unsere sozialen Netzwerke, unsere was auch immer. Also das führt zu Stabilität. Und offenbar kann die Erkrankung feststellen, wenn dieses Netzwerk nicht stabil ist, wenn da was fehlt, wenn da ein Knoten fehlt. Haben Sie das, genau, sind ja auch die Forschung an Glioblastomen jetzt, die Sie da gerade erwähnt haben, wo Sie diese Fortschritte gemacht haben, genau zu verstehen, wie die Ausbreitung ist. Sie haben das jetzt an Hirntumoren rausgefunden. Ja. Sie haben aber das alles eingeleitet mit der Tatsache, es gilt eben für alle anderen soliden Tumore auch. Das heißt auch, diese Ausbreitungsstrategie, die Sie da bei den Glioblastomen festgestellt haben, gilt auch für den Brustkrebs oder für die Bauchspeicheldrüse, oder ist das nochmal im Gehirn durch die vielen Autobahnen, sage ich mal, die da laufen, eine spezielle Sache? Also es ist ganz interessant. Es ist tatsächlich so, dass wir nur bei den Hirntumoren bisher diese Synapsen gefunden haben. Und wir haben sehr, sehr intensiv gesucht. Nicht nur wir, sondern auch andere inzwischen. Das Feld ist inzwischen, das nennt sich Cancer Neuroscience, also Krebs-Neurowissenschaft. So als gibt es keinen so richtig ganz schönen deutschen Begriff. Wäre dankbar für einen deutschen Begriff. Vielleicht kriegt man hier im Literaturhaus eine Anregung. Also Cancer Neuroscience ist aber, glaube ich, auch jetzt ganz instruktiv als Begriff. Und diese Synapsen zum Beispiel findet man nur bei hirneigenen Tumoren, die vielleicht, das ist vielleicht der Grund ist vielleicht, dass die Hirntumore, also die Glioblastome, sind am Ende, entstehen die aus Nervenzellvorläufern. Die haben einfach eine größere Ähnlichkeit. Bei den Metastasen, die auch im Gehirn eine ähnliche enge Interaktion haben oder auch in der Peripherie, haben wir diese Synapsen bisher noch nicht gefunden. Wir haben nur Interaktion eben über das, was Sie ja genannt hatten, quasi Botenstoffe, Hormone, eine unmittelbare Nähe. Die ist schon genauso also die wichtig. Die klauen im Prinzip die Kommunikationswege. Richtig, ja. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind erstmal in dem Modell und in der Theorie, aber natürlich ist es schon interessant zu wissen, was haben Sie, Sie sind in wahnsinnig vielen internationalen Organisationen, die sich genau eben mit Nervensystem und Krebs befassen, unter anderem auch in der Deutschen Krebsgesellschaft. Was haben wir denn da jetzt schon für die Praxis rausgezogen? Also im Moment laufen tatsächlich die ersten klinischen Studien und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man sowas, weiß ich, habe ja eben gesagt, 2019 ist das gefunden worden und früher haben wir die Neigung gehabt, dann irgendwie 10 Jahre zu brauchen, bis wir die ersten klinischen Studien gemacht haben. Und das sage ich jetzt tatsächlich nicht, weil die Kolleginnen von der Hertie-Stiftung hier sitzen, natürlich durch die Förderung, die wir haben und die tatsächlich auch risikofreudiger geworden ist, wir bestimmte Dinge auch leichter machen. Auch das BMBF schimpft ja immer über die Politik, also tue ich auch ab und zu. Aber ich glaube, man kann sagen, wir haben über DFG, über BMBF, private Stiftungen, haben wir gute Möglichkeiten, auch solche Risikoprojekte zu machen. Es laufen 2 klinische Studien in Deutschland, wo wir Hirntumorpatienten behandeln mit Substanzen, die sehr konkret Schwachstellen in diesem Netzwerk blockieren. Das eine ist eine Schwachstelle, die am Ende mit einem, es ist ein relativ einfaches entzündungshemmendes Medikament, Meclofenamat, das ist also ein Medikament, was eigentlich sonst gegen Rheuma oder so eingesetzt werden könnte, das aber nachvollziehbarerweise diese Netzwerkkommunikation blockiert. Anderes Medikament ist ein Epilepsie. Nachvollziehbarerweise? Weil man eben weiß, dass eben genau dadurch diese Botenstoffe, also die Kommunikation in diesem Netzwerk wird deutlich reduziert. Also man kann zeigen, dass man... Weil bei Entzündungen sozusagen... Nee, weil das einfach ein Nebeneffekt ist. Das heißt heute so eine Neuverwendung von Medikamenten, Repurposing of Drugs. Also wir versuchen diesen Medikamenten basierend auf ihrem Wirkmechanismus, diesen Wirkmechanismus zu nehmen und jetzt aber nicht da einzusetzen, wo sie vielleicht klassisch mal genutzt wurden, sondern eben da, wo wir glauben, dass es vom Wirkmechanismus passt. Ein anderes Beispiel ist ein Epilepsie-Medikament, ist ein Glutamat-Hemmstoff. Und dieses Epilepsie-Medikament, diese glutamaterge Übertragung, und zwar eine ganz spezielle Übertragung, ganz spezieller AMPA-Rezeptor, wird blockiert und der ist zentral für die Kommunikation zwischen Nervenzellen und den Tumorzellen. Jetzt ist das Problem aber natürlich, dass diese Kommunikation auch in unserem gesunden Nervensystem eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, auch da wieder die Warnung, und ich werde natürlich gefragt, also das sind Dinge, die inzwischen, wenn man das googelt oder sich damit beschäftigt, das kann man finden. Meclofenamat, in den USA wird Prozac gefeatured, wir haben dieses Perampanel, das ist dieses Epilepsie-Medikament. Und natürlich fragen Menschen, muss ich das jetzt nicht nehmen gegen Hirntumoren? Es gibt ja auch ganz radikale Menschen, die sagen, mir ist total egal, ob es dazu Studien gibt, ich will das jetzt.
Wenn Sie sagen, dass das nicht total bescheuert ist, dann will ich das jetzt. Jetzt ist die Frage natürlich, glauben wir, dass das reicht? Ist das stark genug? Und da kann ich Ihnen ganz offen sagen, ich glaube nein. Mhm. Denn sonst hätten ja die Leute, die das bekommen als Epilepsie-Medikament, hätten keinen Hirntumor mehr. Oder wir würden das richtig sehen. Mhm. Sondern wir glauben erstmal, dass wir sagen müssen, ja, das ist der richtige Weg. Also die Studie läuft jetzt zum Beispiel so, dass wir messen, können wir mit diesem Medikament das Netzwerk stören. Mhm. Und wenn wir das messen und sehen, würden wir dieses Medikament hoffentlich mit Hilfe von Leuten, die sich mit sowas auskennen, so spezialisieren auf diesen Weg, dass wir dann viel mehr davon geben können. So ähnlich wie bei dem Immunsystem. Wir haben gezeigt, Michael Platten in unserer Studie, wir haben gezeigt, IDH-Immuntherapie wirkt, die tut. Das wissen wir. Die tut. Das ist, kann man sagen. Man kann, glaube ich, sagen, es ist eine erfolgreiche Therapie. Die Leute werden nur noch nicht gesund. Das heißt, wir müssen es jetzt so gut machen, deswegen kommen wir jetzt auf die Zellen, damit die auch wirklich richtig heilt. Und auch so spezialisiert. Richtig. Und wir können eben nicht einfach irgendwas, was dann am Ende schlimme Nebenwirkungen macht. Am schlimmsten die Leute irgendwie, weiß nicht, bewusstlos oder so, komatös. Also man kann ja, wenn man zu viel von so einem zentral wirksamen Medikament einnimmt, wissen wir alle bei Alkohol, ja? Ich meine, wir können alle so viel trinken, bis wir nichts mehr sagen. Und so ähnlich ist es bei Medikamenten auch. Also man kann zentral wirksame Medikamente so hoch dosieren, dass wir keinen Mucks mehr machen. Mhm. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Aber was zeigen denn die Studien? Können Sie die das zeigen, dass wir diese Netzwerke tatsächlich blockieren können. Genau, das, also Sie gucken sich das deswegen an. Deswegen sage ich ja, das funktioniert. Es funktioniert, man kann diese Netzwerkarchitektur, aber es scheint im Moment noch keinen überzeugenden klinischen Effekt zu bringen. Also der Tumor bringen. Geht nicht zurück, er wird nicht gestoppt. Nee, aber es ist vielleicht, aber wie gesagt, jetzt komme ich vielleicht wieder mit meinem Einwand. Das ist vielleicht auch gar nicht verwunderlich, weil wenn wir das Netzwerk nur stören, ist das kurz gestört und organisiert sich wieder neu. Man müsste dann rechtzeitig und zur richtigen Zeit dann eben mit dem entsprechenden Gift kommen. Stoppen. Genau, und das ist nicht was, was wir, ich glaube, wenn wir es seriös machen, und seriös heißt ja wirklich, wir wollen auch niemandem schaden. Wir haben Patienten, das sind alles Patienten. Und keiner von uns, selbst wenn er so schrecklich erkrankt ist, möchte Versuchskaninchen sein und soll es auch nicht sein. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass wir das nicht machen. Und ich glaube, das ist ein anderes Thema, aber das sollten wir nicht tun. Und deswegen müssen wir das Schritt für Schritt machen. Aber wir beeilen uns, das kann ich ganz sicher sagen. Trotzdem, wir wollen ja hoffnungsvoll rausgehen. Ihre Vision, sind wir da in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 15 Jahren? Vielleicht gibt es eine Kombi aus Immunsystem und Nervensystemtherapie. Also, oder wobei. Ich bin sogar sehr sicher, dass es diese Kombi sein wird, ja. Wie optimistisch sind Sie? Von welchen Zeitspannen sprechen wir? Also Sie haben vorhin gesagt, wir sind wahnsinnig schnell zwischendurch jetzt auch geworden. Früher hat etwas ganz, ganz lang gedauert. Jetzt haben wir in 2, 3 Jahren viel gemacht. Ich nagel Sie nicht fest. Also dieses Thema Cancer Neuroscience ist aus unserer Sicht, und das meine ich deshalb, weil ich befürchte, dass wir viele Jahre blind gewesen sind gegenüber was ziemlich nachvollziehbar war. Ich glaube, dass das Nervensystem der wesentliche Faktor ist, der Tumore am Leben erhält. Und dadurch glaube ich auch, dass seit wir das wissen, das wirklich ein Gamechanger sein wird für die Therapie von Tumoren. Und zwar nicht nur von Hirntumoren, sondern auch von systemischen Tumoren. Ich kann ganz neue Daten, die jetzt am Wochenende vorgestellt worden sind, auf diesem amerikanischen Neuroonkologie-Kongress kurz erzählen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man, jetzt sind wir wieder bei Mäusen, ich weiß, dass das keinen interessiert, aber wir müssen leider anfangen, wir können nicht als erstes Menschen quälen. Wenn man bei Mäusen Nervenstränge durchtrennt, die die Lunge versorgen, bleibt die gesunde Lunge intakt und der Tumor in der Lunge geht zurück und zeigt eine deutlich höhere Infiltration mit Immunzellen. Da haben wir diese schöne Verbindung. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass dieser Nervenzelleinfluss vor allen Dingen auch das Immunsystem raushält aus dem System. Jetzt kann man ja noch weitergehen. Ich meine, warum soll es nicht so sein? Ich meine, unser Nervensystem macht alles, was in unserem Körper passiert, kontrolliert alles. Die Vorstellung, dass es das bei Tumoren nicht tut, ist eigentlich naiv. Mhm. Und wir würden jetzt heute sagen, es ist eher sehr vernünftig, das anzunehmen. Und damit ist es sehr wahrscheinlich auch vernünftig, da den Schlüssel für das Problem zu sehen. Ich will noch ein ganz klein bisschen weg von dem Thema. Wir bleiben beim Nervensystem, aber ich fand es auch wahnsinnig spannend, was Sie dazu erzählt haben. Und es geht auch weit über die Hirntumore hinaus. Und zwar, Sie haben gerade so schön gesagt, das Nervensystem regelt eigentlich alles in unserem Körper. Es ist überall, bis in den
kleinsten Fußzeh. Und sie haben tatsächlich auch mittlerweile herausgefunden, dass die Art, wie man vielleicht eine Tumorerkrankung verarbeitet oder wie man sozusagen darunter leidet, wie man damit umgeht, korrigieren Sie mich, so habe ich Sie verstanden, aber dass eben, also ich will darauf hinaus, Nervensystem ist auch Psyche und das ist ja immer auch die Frage, wie werden Menschen mit so schweren Diagnosen psychisch mitverfolgt und Sie haben mir schon erzählt, es gibt da den Gedanke zu sagen, wenn wir so genau wissen, dass das Nervensystem den Tumor so beeinflussen kann, das Tumorwachstum, warum glauben wir eigentlich nicht, dass dann eben über diese Interaktion auch die Verarbeitung, das Wohlbefinden, die Gedankenwelt der Patienten mit beeinflusst wird? Und vielleicht müssen wir da auch ansetzen, um jetzt mal völlig unabhängig vom Tumor und der Schwere und der Heilungschancen zu sagen, da können wir sie besser begleiten. Was also ist da das dran? Letzte, was Sie gesagt haben, würde ich sofort unterschreiben, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. In dem ersten Teil hatten Sie so getan, als ob wir das schon gefunden hätten. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Das war vielleicht meine positive Annahme. Genau. Also ich glaube, da, wo wir es wissen, ist bei dem Thema Schmerz. Und ich glaube, da würde ich gerne auch wieder ganz kurz anfangen. Wir wissen heute, und das wissen wir auch schon lange, und das wissen wir auch aus einem anderen Kontext, nicht nur bei Tumoren, dass chronischer Schmerz dazu führt, dass sich unser Gehirn an dieser Stelle ändert. Also ein Schmerzgedächtnis ist keine Fantasie oder jetzt nicht irgendein Hilfskonstrukt, sondern es ist real. Also die Repräsentation von Schmerzen in unserem Gehirn wird durch die Dauer eines Schmerzes beeinflusst. Deswegen ist ein Grund, warum wir als Medizinerinnen und Mediziner und auch Therapeuten, Therapeutinnen so hinterher sind, dass keiner von uns chronische Schmerzen hat. Also chronische Schmerzen auszuhalten einfach so ist eigentlich nicht wahnsinnig klug, weil das eben tatsächlich zu einer Verstärkung führt, weil wir die immer stärker wahrnehmen. Also dass unsere Fähigkeit, Schmerzen wahrzunehmen, wird besser, je mehr Schmerzen wir haben. Das heißt, das ist nicht so klug. Und umgekehrt kann man daraus ableiten, dadurch, dass das hatte ich ja gesagt, dass sensible Nervenfasern zum Beispiel wesentlich an der Brustkrebsentstehung oder Weiterverfolgung mitbeteiligt sind. Bei der Bauchspeicheldrüse ist es ähnlich. Und die Fasern haben ja eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist, Informationen in das Gehirn zurückzutransportieren. Das sind ja keine motorischen Fasern, also wo von hier nach peripher etwas passiert, sondern von peripher nach zentral. Und ich glaube, die Vorstellung, dass das Einfluss hat, ist nicht unplausibel. Und für uns ist ja sowieso Psyche jetzt, ich bin kein Psychiater und auch kein Psychologe, für uns ist jetzt als Neurowissenschaftler oder Neurologen ist Psyche jetzt trotzdem auch etwas Substrathaftes. Und ich glaube, da wird jetzt für mich der Schluss draus aus dem, was Sie gesagt haben. Also ich glaube, dass wir vermuten würden, dass die Tumorerkrankung und die Art, wie wir mit der Tumorerkrankung umgehen können und das, was die Tumorerkrankung mit uns macht, eben jetzt nicht nur eine substratlose Reaktion ist, die komplett disconnectiert ist. Es gibt nicht das Gehirn und die Seele, die sich irgendwas überlegt und den Tumor auf der anderen Seite, sondern da gibt es tatsächlich sicherlich eine Verbindung. Und ich glaube, das müssen wir einfach untersuchen und angucken. Und vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen. Wir wollen ja alle nicht abgestempelt werden. Das ist ganz spannend. Keiner will abgestempelt werden als psychosomatisch oder so. Das ist immer so ein Schimpfwort für, und die Leute werden ganz böse, wenn ich sage, ich glaube, dass das vor allen Dingen etwas ist, was sie, also ich finde keine organische Diagnose. Und ich glaube, jemand, der sehr, sehr traurig ist, depressiv ist, schlimm depressiv ist aufgrund einer Krebserkrankung, das immer nur reaktiv, was es ja sowieso so nicht gibt, einen psychiatrischen Kollegen, wenn das so sagen, das ist was wir angucken müssen. Ich glaube, damit muss man sich beschäftigen. Und ich glaube, diese Wechselwirkung ist einfach wichtig. Und das werden wir sicher tun, das werden auch andere tun. Und ich finde das ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Forschungsfeld. Ich würde Ihnen da absolut recht geben, weil auch wenn man jetzt nicht jeden Tag damit zu tun hat, aber jeder kennt jemanden, der schwer erkrankt ist, auch an Krebs, dass, glaube ich, die Art oder die Unterstützung, damit umzugehen, das zu verarbeiten, eine Einstellung dazu zu gewinnen, das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber letztendlich wäre das ja am Ende das, wenn man das verstehen würde, wo man vielleicht helfen kann, wo man besser nachvollziehen kann, wie das funktioniert, glaube ich, für viele neben der eigentlichen Therapie des Krebses eine durchaus unterstützende Hilfe. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber es waren jetzt viele schwere Themen. Ich glaube, wir haben schon Hoffnung geschafft, aber wir sind bei vielen Dingen noch am Anfang. Die Hertie-Stiftung hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben,
vom Gehirn zu begeistern. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, sie sind von ihrem Job und von dem, an das sie forschen, begeistert. Ich würde gern einfach noch mit der Frage aussteigen. Wir haben jetzt eigentlich nur gehört, was nicht gut ist, wenn im Gehirn etwas wächst, krank ist. Was schätzen Sie an uns, an unserem Nervensystem und an unserem Gehirn am allermeisten? Was fasziniert Sie jeden Morgen aufs Neue? Also, ich glaube, so ganz spontan würde ich sagen, es ist die Anpassungsfähigkeit. Ich meine, es ist ja schon phänomenal. Ich meine, wir merken das, glaube ich, alle aneinander. Wir haben jetzt seit 10 Jahren irgendwie jetzt in Deutschland vielleicht weniger und abgemildert, aber doch irgendwie so eine Art Krisenstimmung. Und parallel zu dieser Krise sind wir doch auch alle ziemlich aktiv. Auf der einen Seite vielleicht manchmal ignorant, das ist dann nicht so schön. Also das ist auch nicht unbedingt das, was ich schätze, sondern die Fähigkeit, sich anzupassen. Das ist ja auch in dem Tumorkontext leider das, was die Zellen können, aber dass wir uns anpassen können und dass wir parallel immer noch wieder die Fähigkeit haben, trotzdem auch kreativ zu sein und neue Dinge anzustoßen und anzuschieben, ganz kleine irgendwo privat oder auch größere vielleicht irgendwo beruflich oder sonst wie. Das finde ich schon toll. Also, dass unterschiedliche Ebenen sind, auf denen unser Gehirn offenbar spielen kann und die sich offenbar nicht so stören, wie man das ja eigentlich befürchten oder erwarten müsste. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist schon rum. Wir haben uns entschlossen, jetzt keine Fragen erstmal aus dem Publikum so zuzulassen oder einzuladen. Aber Sie sind jetzt noch einen Moment da, auch bei einem Getränk. Und ich darf es, glaube ich, so sagen, nur Mut, nur zu, sprechen Sie ihn an, wenn Ihnen noch was durch den Kopf geht. Und das ist vermutlich viel, was ich jetzt hier nicht gefragt habe, nicht mehr fragen konnte. Ja, ansonsten bleibt mir erstmal Danke zu sagen Ihnen für diesen wirklich sehr, sehr interessanten Einsichten in Ihre Arbeit, in die Forschung, in ja die Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Und Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören, für Ihr Interesse, der Hertie-Stiftung für die tolle Organisation. Und wenn es Ihnen gefallen hat, darf ich noch sagen, wir sind im März, wie wir schon gehört haben, wieder hier am 29.03., wenn ich es richtig notiert habe. Dann zu einem anderen Thema, aber nicht minder wichtig und minder interessant. Wenn Sie Lust haben, sehen wir uns wieder. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Danke Ihnen, Frau Schmidt.